Hallo YouTuber und Hardware-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Wir reinigen einen Fertig-PC. Vor euch seht ihr schon, die Außenseite ist schon auch recht dreckig. Ein Fertig-PC, älteres Modell, stand extra offen auf dem Dachboden. Ergo, hier haben wir wirklich so ein bisschen das Worst-Case-Szenario vor uns. Und ich wollte einfach mal die grundlegenden Dinge, die man so beim Tower-PC reinigen beachten sollte, durchgehen mit euch und euch drei verschiedene Varianten aufzeigen. Ich würde fast sagen, die erste ist gratis und, naja, sollte man schon immer mal wieder machen. Die zweite ist gut und günstig und die dritte ist die Intensivvariante. Zeitstempel für die entsprechenden Sachen sind unten in der Videobeschreibung. Allerdings mache ich das hier so ein bisschen Step by Step, weil das einfach ist, ja, ich sag mal, die Intensivvariante setzt die beiden Vorergehenden in gewisser Weise voraus. Also ihr solltet mit den ersten Varianten beginnen und euch dann, je nachdem, was euer Geldbeutel oder euer Zeitaufwand oder vielleicht auch euer technisches Können hergibt, eurer Meinung nach, solltet ihr euch dann weiter vorwärts tasten. Aber gucken wir uns als allererstes mal unseren Patienten an. Jetzt versteht ihr, glaube ich, was ich mit Worst Case meine. Er ist gleichmäßig zugestaubt, es ist überall, es ist auch fest im Lüfter. Also der wurde damals aus dem Betriebszustand raus im Endeffekt abgeschaltet, auf den Dachboden gepackt und stand so, wie er jetzt vor euch steht, auf dem Dachboden. Von daher, das ist wirklich schon die schlimmere Variante. Hier mal das Ganze im Detail. Wir haben richtig festgepressten Staub in den Lamellen des CPU-Kühlers. Wir haben dicke Staubschicht außenrum, überall wo der CPU-Kühler im Endeffekt die Luft geblasen hat, ist Staub mit eingesackt. Wir haben staubige Frontblenden, um das euch mal zu zeigen. Da unten die Lufteinlässe, da ist auch Pelz. Sieht man ein bisschen schlecht gerade bei meiner Ausleuchtung. Und auf der Grafikkarte ist auch Pelz, genauso wie Grafikkartenlüfter. Und vom Netzteil erwarte ich in etwa, dass es so aussieht wie der Boden. Generell gesehen, es ist nicht, ja, unrettbar, aber in dem Zustand sollte der PC eigentlich nicht mehr betrieben werden. Wenn ihr so weit seid, dass der so voll ist und so verdreckt, dann können gerade bei den sommerlichen Temperaturen, die wir hier zuletzt hatten, eigentlich kann da eure Hardware nicht mehr richtig laufen und im schlimmsten Fall stirbt sie den Heldentod oder ihr habt das Problem ganz simpel, dass er einfach die Leistung begrenzt und sich abschaltet. Variante 1. Geringster bzw. so gut wie kein Kostenaufwand und von jedem durchführbar. Ist, sag ich mal so, die Grundreinigung sollte jeder regelmäßig machen, gerade wenn man weiß, man hat viel Staub in der Wohnung oder im Arbeitszimmer, wo der PC steht. Staubsauger und wir brauchen ein Wattestäbchen. Erstmal zum Staubsauger. Beim Staubsauger solltet ihr beachten, dass ihr einen mit variabler Steuerung habt und die ganz runterstellt. Warum? Wir wollen nicht auf die Hardware aufditschen mit der Saugtülle, sondern wir wollen einfach nur in einem geringen Abstand drüber gehen und den ganzen Staub absaugen. Dann habt ihr manchmal die Möglichkeit, hier oben so einen Schieber zu haben am Griffstück, der das Ganze begrenzt. Also dann, wenn ihr den öffnet, dann habt ihr auch unten weniger Saugleistung, weil oben halt Nebenluft gezogen wird in dem Moment. Kann man auch machen. Geht einfach darum, dass nicht zu viel Gewalt auf Mainboard und Kabel und so wirkt, dass ihr damit irgendwie ziemlich viel Gewalt zieht und dann immer mit der Hand nachfassen müsst, wenn ihr irgendwie aufgesetzt habt. Wir wollen ja die Hardware nicht schädigen, wir wollen sie nur reinigen. Generell, wenn ihr innen aussaugt, beachtet, immer wenn ihr über Lüfter saugt, haltet die Lüfter fest, hindert sie dran, sich zu drehen. Hat den einfachen Sinn, die Lüfter laufen vorwärts. Wenn ihr jetzt drüber saugt, dann dreht ihr sie im Endeffekt in entgegengesetzte Richtung, also rückwärts. Die Lager sind aber vorwärts eingelaufen und das kann zu Lagerschäden führen, weil nicht nur, dass ihr sie halt in die, sag ich mal, Nicht-Betriebsrichtung dreht, sondern zusätzlich habt ihr einfach das Problem, dass ihr sie vielleicht viel schneller dreht, als sie eigentlich für ausgelegt sind. Also, ja, günstigster Fall des Lagerschadens ist, ihr habt ein ziemlich nerviges Geräusch danach im PC. Ungünstigster Fall eines Lagerschadens ist, der Lüfter geht gar nicht mehr. Zweite Sache, es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn diese Lüfter bestehen aus einem, ja, Magneten und einer Spule.
Normalerweise erzeugt die Spule ein Magnetfeld, der Dauermagnet im Lüfter dreht sich davon weg und dadurch kommt die Rotation zustande. Wenn man das Ganze jetzt aber umdreht, also den Magneten an der Spule vorbeiführt, dann reden wir in der Physik von Induktion. Die meisten Lüfter und auch die meisten Mainboards sind über Diodenschaltungen sowieso gesichert, dass keine Spannung zurückfließen kann, also dass der Lüfter im Endeffekt keine Spannung erzeugen kann, die dann ins Mainboard in die falsche Richtung geleitet wird oder Strom halt, der dann in die falsche Richtung fürs Mainboard fließt. In manchen Fällen ist diese Sicherheitsschaltung aber nicht da und dann kann es auch passieren, dass diese 2 Watt oder 1 Watt, was der Lüfter da erzeugt, wenn ihr da mit dem Staubsauger kurz dran seid, für Schäden sorgt. Also seid da einfach vorsichtig. Ich sage immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ihr wollt nicht kaputt machen und es lässt sich einfach vermeiden. Zwecks Lüfterdrehen kommt auch unser Wattestäbchen zum Einsatz. Weil ihr sollt nicht das Netzteil aufschrauben eigentlich. Da sind Amperezahlen und Spannungen drin. Die wollt ihr einfach nicht abbekommen, weil die können euch ins nächstbeste Paralleluniversum schießen. Bedeutet, für die ganz normalen Menschen, lasst das Ding zu. Wir müssen aber irgendwie den Lüfter da drin fixieren. Also fassen wir so das Wattestäbchen ganz kurz und halten es einfach nur von außen zwischen die Lüfterblätter, dass sich der Lüfter nicht drehen kann, wenn wir das Netzteil absaugen. Zeige ich euch dann nochmal im Detail. Jetzt erstmal so viel. Ich beginne hier mit der Grundreinigung. Staubsauger und ok ok. Hier mal der Nachher-Check. Unser CPU-Kühler ist zwar schon staubfreier, aber immer noch sehr verdreckt. Generell sind die ganzen losen Staubflusen weg, kann man hoffentlich auch sehr gut erkennen. Der Punkt dabei ist natürlich, wenn ihr die losen Staubflusen immer schon, sag ich mal, früher raussaugt, bevor sie sich richtig festsetzen können, dann könnt ihr mit dieser Variante euren PC eigentlich ziemlich sauber halten. Was das Netzteil angeht, einfach hinten festhalten. Wenn ihr hinten saugt, kriegt ihr meistens nur den Dreck raus, der sich schon im Netzteil befindet, wenn überhaupt. Am effektivsten ist an der Einlassseite saugen, also da, wo das Netzteil wirklich den Luftzug reinholt aus dem Gehäuse, denn da bekommt ihr dann die Möglichkeit, den Staub, der sich an diesem Einlassgitter festgesetzt hat, schon abzusaugen. Generell, ihr habt gesehen, ich habe vermieden, sämtliche Hardware-Teile zu berühren. Ich habe nur die Plastikblätter von den Rotoren angefasst und habe auch keine Hardware-Bauteile direkt berührt. Solltet ihr Angst haben, dass ihr rankommt an die Hardware, erdet euch vorher. Fasst eine Wasserleitung an, achtet nur auf Baumwollklamotten. Das Übliche, was ich so zum ESD-Schutz erzähle, ihr wollt eure Hardware ja nicht grillen, sondern ihr wollt sie ja eigentlich nur reinigen. Also wie gesagt, erdet euch selber. Und das müsst ihr für Schritt 2 sowieso tun. Bei Schritt 1 braucht man das noch nicht zwangsweise. Man kann da noch mit Vorsicht viel machen, aber wirklich mit sehr viel Vorsicht. Ich empfehle immer, erdet euch vorher, ist die sichere Variante. Kommen wir zu Stufe 2 unseres Reinigens. Reinigen, bisschen mehr Zeitaufwand und gestiegener Kostenaufwand. Pinsel ist da so ein Stichwort, den kann man zwar immer wieder verwenden, aber man kriegt auch nicht allen Dreck aus den kleinen Rillen raus, gerade bei so den großen Kühlern hier, wie dem Northbridge-Kühler, der hier drauf ist, da kann man zwar drin rumstochern, dass da was rauskommt, ihr seht schon die Wölkchen, die mir entgegenkommen, das alles ist beim Staubsauger nicht mitgekommen. Und Druckluftspray aus der Dose für den Computerbereich. Generell, wenn ihr das Spray verwendet, gilt wieder dasselbe wie beim Staubsauger. Lüfter fixieren und zusätzlich das Spray immer nur stoßweise verwenden. Wenn ihr da dauerhaft drauf drückt, dann kann es passieren, dass das ist meistens ein Butan-Propan-Gemisch da drin. Also Achtung, keine offenen Flammen, keine Hitzequellen, weil und auch natürlich keine Funken, das Zeug brennt wie Hulle. Aber ihr könnt dann im Endeffekt das flüssige Gas auch mit raushauen.
und würdet die entsprechende Stelle vereisen. Nicht unbedingt gewünscht bei Hardware, daher immer stoßhaft arbeiten und wenn ihr merkt, die Dose wird zu kalt, wegstellen, kurze Pause einlegen. Nachdem ich immer drüber rede, was man alles verwenden kann, hier mal ein Beispiel, was man nicht verwenden sollte. Das ist so ein Kunstfaserstaubwedel, ähnlich den Swiffer-Wedeln, die gibt es ja mittlerweile schon in jeglicher Form. Swiffer-Tücher zählen auch mit zu, solltet ihr nicht nutzen. Ganz klar, alles was schon Werbung macht mit Staubmagnet, ist sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Denn ihr wollt ja gerade, dass der nicht irgendwie sich eine statische Aufladung in den Fasern bildet, die sich dann auf eure Elektronik, in dem Fall eure Hardware, übertragen kann. Deshalb Finger weg von jeglicher Form von irgendwie Kunstfaserstaubwedeln oder ähnlichem. Die bringen euch nicht weiter, die können im schlimmsten Fall eure Hardware grillen und das wollt ihr natürlich nicht. In dem Fall jetzt fange ich mal mit dem CPU-Kühler an. Und ihr seht schon allein daran, da kommt so viel Dreck raus, den wir alles nicht mit dem Staubsauger gekriegt haben. Aber das schaffen wir jetzt mit dem Druckluftspray. Also damit kann man jetzt nochmal eins draufsetzen und ein bisschen mehr Richtung Sauberkeit gehen. Ich mache das jetzt hier fertig, bis zu dem Punkt, dass ihr dann das Nachher-Ergebnis ich euch zeigen kann. Und dann reden wir noch ein bisschen über Vor- und Nachteile. Jetzt ist zum Beispiel der Zeitpunkt wirklich, wo die Dose so kalt ist, dass wenn ich jetzt drücke, der Druck nicht mehr ganz da ist. Dann solltet ihr erstmal aufhören, die Dose zur Seite stellen und warten, bis sie sich wieder komplett, ich sag mal, akklimatisiert hat, weil dann habt ihr wieder mehr Druck und natürlich auch die Sicherheit, dass es euch nicht a zu kalt an der Hand wird und b, dass ihr auch nicht irgendwas im PC vereist. Also, kurze Pause, bis gleich. Unsere Dose hat wieder Betriebstemperatur, also geht's weiter. Thema Netzteil ausblasen. Ganz simple Geschichte, wenn wir mal das vergleichen. Die Seite ist relativ fein strukturiert und auf dieser Seite, hier hinten, haben wir einen recht großen Ausgang. Wenn ihr den Staub aus Netzteilen, Staubfiltern oder ähnlichem ausblasen wollt, sagt man ja normalerweise immer von der, sag ich mal, Ausblasöffnung, also von der Öffnung, wo die Luft rausströmt aus dem entsprechenden Bauteil, in Richtung der Ansaugöffnung, weil der Staub natürlich von da kommt und in die Richtung wieder raus soll. Wer irgendwie Staubfilter verbaut hat, der kennt das Thema. Nicht den Staub in den Filter waschen, sondern aus dem Filter rauswaschen. Problem beim Netzteil ist allerdings, gerade bei dieser Konfiguration, wir haben hier eine viel kleinere Öffnungsstruktur als hinten. Das heißt, wenn wir jetzt hier hinten einblasen, dann haben wir eine Chance, dass die ganzen Staubfuseln sich verbinden und hier drin landen und verengen bleiben. Also ist es vielleicht sogar besser, das nach hinten auszublasen, damit die größeren Staubflusen, die sich dann verbinden, hinten auch rauskommen können. Ist immer so eine Sache. Hundertprozentig sauber werdet ihr das Netzteil nie kriegen, wenn ihr es nicht ausbaut und aufmacht. Und davon kann ich eigentlich nur abraten. Sollte der normalsterbliche Mensch einfach nicht tun. Also gehen wir jetzt hier auf diese Variante ran. Und ihr habt schon gesehen, hinten hat es ziemlich gerieselt. Und hier sehen wir jetzt genau das von mir angesprochene Thema. Je größer die Flusen sind, umso schwieriger ist es, die dann rauszubekommen. Ich habe für den Fall einfach mir eine Pinzette vorbereitet und fädle die jetzt aus. Geht nicht zu tief rein, ihr wollt die Kondensatoren nicht berühren und das Ganze soll natürlich stromfrei sein. Von daher passt da ein bisschen auf. Soweit wären wir durch mit der, ich sag mal, Ausblasmethode. Der Erfolg ist schon gut. Wir sehen wieder eine gewisse Struktur beim CPU-Kühler. Da ist noch eine Ecke, die noch dreckig ist.
jetzt haben wir so gut wie alles beseitigt. Man sieht wieder das Board in der natürlichen Farbe, hat dann natürlich so ein paar Ecken noch, die ich jetzt einfach in der Schnelle nicht richtig erwischt habe, die man dann natürlich immer angucken musste, nochmal nachschauen und immer wieder wiederholen, bis das alles sauber ist. Aber ihr merkt schon, wir investieren Geld in Form für so eine Druckluft aus der Dose oder Druckluftspray, Compressed Air, wie man auch so schön sagt. Das lohnt sich wirklich. Euer PC gewinnt da unheimlich gut schon an Sauberkeit. Und wir sind fast eigentlich dem Idealergebnis am nächsten gekommen. Ja, Probleme von Variante 2. Ganz simpel. Ihr blast den Staub zwar aus Kühler und ähnlichem raus, aber ihr blast ihn dann teilweise auch in andere Bauteile wieder rein. Das bedeutet, man müsste nochmal nach diesem richtigen Ausblasen mit dem Staubsauger durchgehen, die Teile nochmal absaugen. Es können sich solche Flusen sammeln. Hier unten seht ihr das schon rumliegen. Und wir haben immer noch, trotz des ständigen drüber Blasens und so, eine Staubschicht. Die Staubschicht ist halb festgeklebt, könnte man sagen. An der Stelle kommt dann unser Pinsel zum Einsatz. Wir können jetzt ganz simpel nochmal die Bauteile natürlich in dem eingebauten Zustand, wie sie jetzt sind, abpinseln ein bisschen. Dadurch kriegen wir natürlich noch Reststaub raus. Aber so wirklich hundertprozentig alles erwischen, können wir nicht. Einfach dazu ist das Ganze jetzt hier zu eingepackt. Außerdem die üblichen Probleme von Compressed Air, wirklich, oder halt Druckluft aus der Dose, das handelt sich in den wenigsten Fällen um Druckluft. Ihr habt eigentlich immer einen Gas drin, Butan-Propan-Gemisch meistens, weil das schön gleichmäßig halt strömt mit hohem Druck und man es kalt, also komprimiert in der Dose hat, in einem flüssigen Zustand. Nachteil dabei ist, wenn ihr die Dose irgendwie schräg haltet oder so, weil ihr nicht richtig in alle Ecken reinkommt oder das zumindest versucht im Gehäuse, habt ihr immer das Problem, ihr werdet irgendwas schockfrosten. Das ist nicht unbedingt toll für die Hardware, ganz besonders die Lötstellen leiden drunter, sollte man also mit einer gewissen Vorsicht genießen. Weiterhin ist immer noch so der Punkt, gerade Netzteil oder ähnliches, wir kommen nicht richtig ran. Und wer jetzt auch den CPU-Kühler sich mal genau betrachtet, wir haben überall noch so eine kleine Patina. Diese kleine Patina ist natürlich wieder so ein bisschen, ich sag mal, eine Hemmschicht und eine Schicht, wo sich Staub wieder aufs Neue anlagern kann. Man kann, wie gesagt, mit dem Pinsel dagegen vorgehen, aber wirklich effektiv wird man nicht werden. Außerdem Wärmeleitpaste, alte, die sich ja noch unter dem CPU-Kühler befindet, die ist natürlich nochmal so ein Punkt, der eigentlich unzureichend ist oder nicht in unserer bisherigen Sache nicht gelöst wurde. Außerdem, wie gesagt, dieses Staubflusenproblem, dass die sich sammeln, das haben wir ganz besonders im Netzteil. Ihr habt gesehen, da kamen haufenweise raus und man kann dann auch so eine Flusen richtig absortieren, aber man erwischt nicht alles. Von daher, Variante 2 ist schon die gute Variante und ist schon eine stabile Grundreinigung für jeden, der nicht weitergehen möchte, also der die Hardware nicht zerlegen möchte. Aber man kann immer noch eins draufsetzen.